Einen schönen guten Abend, Hans-Peter Wirth, der Werkhüls, Welt meiner Skulpturen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Gerne möchte ich heute noch auf zwei bzw. drei Skulpturen zu sprechen kommen. Ich habe ja hier eine sehr kompakte Ausstellung von Skulpturen gezeigt. Sie sind einerseits diese 21 Betrachtungen zur stillen Zeit und dann auch zur heiligen Zeit, die der heiligen stillen Nächte. Ich möchte noch auf zwei Skulpturen in dieser Gruppe hinweisen. Einerseits diese Skulptur hier. Ich habe sie Aufrechter genannt. Eine große Gestalt mit einer Gebärde nach unten, aber vielleicht in einer harten Situation. Und dazu gehört diese Rückseite, wo helle, leuchtende, vielleicht auch aufrichtende, befreiende Farben zu sehen sind. Direkt daneben habe ich noch eine weitere Skulptur stehen, eine große Skulptur. Sie ist weit über 2 Meter groß. Sie ist aus einem Apfelbaum aus dem Emmental. Sie ist in einer Weise sehr abstrakt, eine große Aufrechte, aber sie hat auch, wenn man so will, das Motiv Christopher, also der, der den Christus trägt. Nach diesen beiden Motiven, die etwas mit dem Christus, der großen Christusgestalt, die ja in dieser Zeit ja eine Zeitenwende eingeleitet hat, an die wir uns erinnern, noch auf eine Skulptur zu sprechen kommen, bei der auch der Humor nicht zu kurz kommen soll. Diese Figur ist, so kann man es sicher sehen, auch vielleicht eine Gestalt, die etwas mit einem Engel zu tun hat. Jeden Fall etwas von einem fliegenden Wesen. Sie ist übrigens aus einem Stück Kirsche, aus einem Kirschblock, einem quadratischen Kirschblock gearbeitet. Das ist übrigens im getrockneten Zustand, ich will ja auch auf die Hölzer ein bisschen zu sprechen kommen, sehr, sehr hart, eines der härtesten Hölzer, das ich bearbeitet habe. Ich hätte das nicht gedacht. Ja, und darf ich vorstellen, diese Gestalt ist Amelie Rolls-Royce. Es ist tatsächlich die Geschichte die, dass ich wahrscheinlich das Original der Rolls-Royce-Figur, also von diesem Fahrzeug, entdeckt habe. Sie steht wohl in Bern in einem schönen Hotel, in einer Bar dort. Und ich dachte mir, das ist ein schönes Motiv. Warum nicht das auszuarbeiten? Es war damals ein englischer Bildhauer, der diese Gestalt Emily gearbeitet hat für dieses edle Auto. Es wird wohl jetzt immer noch individuell ausgearbeitet. So gesehen habe ich mir eine eigene Rolls-Royce-Gestalt geschaffen. Und der Humor, ich hatte bei einer Ausstellung davon erzählt und hatte jemanden, dem diese Figur sehr gut gefallen hat oder auch immer noch gefällt. Und er sagte dazu, so gut, man sieht sogar den Motorblock. Ja, mit dieser kleinen humoristischen Note möchte ich zunächst einmal mit dieser Betrachtung der einzelnen Gestalten meiner, ja, nennen wir sie doch virtuellen Ausstellung, zu einem gewissen Ende kommen. Ich möchte gerne ab morgen dann verschiedene andere Motive zu Hölzern, vielleicht auch zu den Arbeitsprozessen. Ja, und wir wollen sehen, vielleicht auch zu weiterem übergehen. Euch einen schönen Abend. Genießt den Abend. Habt eine gute Nacht. Und dann einen guten Tag.